Der Brief, aus dem Sie zitieren, verehrte Natur, ist außerordentlich interessant. Gestatten Sie, dass ich noch ein Stück daraus vorlese? Gut, gut. Lesen Sie. So viel will ich euch sagen, dass ihr mich nur recht groß wiedersehen werdet. Nicht als Künstler sollt ihr mich größer, sondern auch als Mensch sollt ihr mich besser, vollkommener finden. Und ist dann der Wohlstand etwas besser in unserem Vaterland, dann soll meine Kunst sich nur zum Besten der Armen zeigen. Also ich muss sagen, es erfüllt mich mit einem gewissen Stolz festzustellen, wie durchdrungen Beethoven von meinen Ideen war. Würden Sie das bitte erklären? Ist das nicht klar? Würde ich Sie dann bitten, es zu erklären? Natürlich. Welch unvernünftige Frage von mir. Beethoven sagt, dass er nicht nur ein größerer Künstler, dass er auch ein besserer, ein vollkommenerer Mensch werden will. Ja, ein besserer, ein vollkommenerer Mensch. Ein Mensch, der seinen Verstand schärft und ihn frei gebraucht. Ein Mensch, der sein Herz öffnet, ein brüderlicher Mensch. Wie nah war der junge Beethoven dem Dichter Friedrich Schiller? Alle Menschen werden Brüder, heißt es in Schillers Ode an die Freude, die Beethoven schon in seiner Jugend vertonen wollte. Besonders bemerkenswert in Beethovens Brief scheint mir die Stelle: Und ist dann der Wohlstand etwas besser in unserem Vaterland, dann soll meine Kunst sich nur zum Besten der Armen zeigen. Hier drückt sich jene Forderung von mir aus, die so gerne vom Tisch gefegt wird. Die Forderung nach einer gerechten Welt. Nur in einer gerechten Gesellschaft kann sich der Mensch frei und brüderlich entfalten. Beethoven sagte einmal, dem Sinn nach, ich zitiere aus dem Gedächtnis, der einzelne Mensch vertritt die ganze Gesellschaft. Das heißt doch, dass der einzelne Mensch für die Gesellschaft verantwortlich ist. Der Einzelne und das Ganze gehören zusammen. Sie sind eng miteinander verbunden, sind ineinander verwoben, unlösbar. Der Einzelne und das Ganze.